Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu F1 2019 mit dem 13. Lauf der Saison. Es geht auf eine wunderschöne Strecke nach Belgien. Spa-Francorchamps steht an und vor allem die ganz, ganz schnellen Kurven hier faszinieren immer und immer wieder. Blanchimont, Eau Rouge, Radion, das sind so die Namen, die man direkt im Kopf hat. Und danach gibt es ja auch noch die Camel Straight und da hat man immer wieder tolle Überholmöglichkeiten. Deswegen schauen wir einfach mal direkt, wie die Qualifying-Runde denn hier so lief. Denn das ist eine Strecke, auf der unser Fahrzeug unheimlich gut abschneiden dürfte. Also, schauen wir mal. Und da sind wir aus der letzten Kurve mit viel Schwung gekommen. Jetzt in Kurve 1 rein. Ein bisschen Untersteuern gehabt in der Kurve. Ja, allerdings habe ich eine weitere Runde drehen können, wo ich bis zuletzt 2-3 Zehntel schneller war. Dann habe ich allerdings in der Bus-Stop-Schikane einen dicken Schnitzer drin gehabt. Deswegen ist das jetzt der erste Versuch und tatsächlich auch der schnellste. So, jetzt gucken wir aber mal, wie die Camel Straight, obwohl es hier steil bergauf geht, unserem Fahrzeug liegt 339 km/h Spitze und trotz des Fehlers nur knapp 3 Zehntel langsamer als Valtteri Bottas im ersten Sektor. Allerdings sind Sektor 1 und 3 unsere Stärken, in Sektor 2 wird es ein bisschen schwieriger. Lecomp habe ich ganz gut erwischt, jetzt geht es zur Rivage runter, Rad innen blockiert, kein großes Problem in dieser Kurve, das ist nicht so schlimm. Und jetzt geht's durch Jackie X weiter zu Pouhon oder wie es auf Französisch dann Double Gauche heißt im Original. Sechster Gang, schnell wieder in den siebten hoch und früh wieder ans Gas gehen. Jetzt geht's durch die Piff Puff. Ja, und da hätte ich rechts ein bisschen weiter innen fahren können. Jetzt links viel Curb mitgenommen, auch da ein bisschen weniger Curb. Hätte mir in dem Fall gut getan und jetzt sind wir direkt hinter einem Renault, müsste das sein. Jetzt sind wir 6 Zehntel entfernt, also der zweite Sektor deutlich besser, als es das Fahrzeug eigentlich hergeben sollte. Und jetzt können wir auch noch in den Überholen-Modus schalten und da sind wir vorbei. Der Renault hat uns ein bisschen Lift gegeben, das ist ganz nett gewesen. Und jetzt schauen wir mal, die letzte Schikane, die Busstop. Ein bisschen weit innen angebremst, rechts hart über den Curb, links den Curb nicht mal berührt. Und das ist am Ende eine 1,43,8, 6 Zehntel Rückstand, also im letzten Sektor nichts verloren. Eine ziemlich, ziemlich starke Runde, wie ich finde. Damit können wir auch, glaube ich, auf die Startaufstellung schauen. Da haben wir nämlich ganz vorne in der Startaufstellung Lewis Hamilton vor Valtteri Bottas, 16.000 zwischen den beiden. Dahinter haben wir Charles Leclerc sowie Sebastian Vettel, Sergio Perez dann vor Max Verstappen, Gasly und Devin Butler, Ricciardo dann vor Hülkenberg. Ich starte von der 11, war ursprünglich 6. wegen einer Getriebestrafversetzung. Grosjean dann vor Lukas Weber, Russell und Raikkonen, Kubica vor Kwiat, Albon, Giovinazzi und auch Lando Norris hatten Strafversetzung. Ja, und das Getriebe musste ich unbedingt tauschen. Das habe ich jetzt nicht aus irgendwelchen Balancing-Gründen oder so gemacht. Denn wir hatten ja schon in Belgien einen Gang verloren und logischerweise will ich die Punkte von diesem Rennen hier mitnehmen. Das sind safe Punkte im Racing Point. Und wir gucken mal, wie viele safe Punkte wir bis jetzt auf dem Konto haben nach dem Ungarn-Rennen. Da haben wir nämlich 97 Zähler auf dem Konto, 76 beim Teamkollegen. Zuletzt für das Team ein sehr schwaches Rennwochenende, nicht zuletzt wegen des Schwierigkeitsgrads. Allerdings hatte unser Fahrzeug erwartbarerweise in Ungarn eben seine Schwächephase. Hier allerdings sind wir auf einer Powerstrecke unterwegs und da kann der Racing Point deutlich besser aufblühen. In Sachen KWM haben wir 173 Punkte, eine wunderschöne Zahl und mit der bin ich sehr, sehr zufrieden. Der einzige Grund, warum ich logischerweise beim letzten Mal 0 Punkte geholt habe, nee, Spaß beiseite, heute werden hoffentlich ein paar Punkte geholt und dem Ganzen soll eine Einstopp-Strategie dienen, damit wir eben gut durch das Rennen kommen. Soft und Medium, das ist relativ knapp kalkuliert. Die personalisierte Strategie ist eigentlich soft und hart. Aber mal gucken, wenn wir durchkommen, dann haben wir, denke ich mal, ganz gute Aussichten. 6 Sekunden schneller als die 2-Stop dürfte das auf jeden Fall sein. Mal sehen, ob sich das bewahrheitet. Und in Sachen Weiterentwicklung, da sehen wir, dass Red Bull für dieses Rennen nochmal Upgrades gebracht hat. Williams und Toro Rosso, die entwickeln ja auch wild weiter. Genau wie McLaren, die den Anschluss hier zu den Mittelfeldteams schaffen wollen. Und wir sind gerade dabei, unsere Zuverlässigkeit immer weiter zu verbessern. Und damit würde ich sagen, viel, viel Spaß beim großen Preis von Belgien. Es wird ein sehr schönes Rennen, das kann ich euch jetzt schon versprechen. Let's go! Hey, komm mal, alles entspannt angehen, bitte. Ja, der McLaren ist einfach reingeschossen gekommen, als gäbe es keinen Morgen mehr.
Camel Straight, jetzt haben wir die Chance, mal ein bisschen anzugreifen. P12, eine Position verloren beim Start. Hülkenberg setzt sich in Pouhon unter Druck. Was ist denn jetzt los? Ich dachte, ich hätte die höchste Topspeed mit Abstand. Vor allem eigentlich keine kluge Stelle, einen Angriff zu starten. Aber ich habe gerade mega untersteuern. Williams, zurück auf deinen Platz, Kollege. Oh je. Wird schwieriger als gedacht. Das Geräusch des Aufschlags kam durch den Unterboden und den Curb. Ich habe keine Berührung mit Russell. Uiuiui. So. Hoffe mal, jetzt geht's ein bisschen voran tatsächlich. Wäre gelacht, wenn es gegen McLaren nicht klappt. Oh, hallöchen, Kumpel. Oh. Schwierig in die Kurven rein. Woran liegt's? Vielleicht sind die Hinterreifen zu kühl. Monsieur Weber. Uiuiui. Okay, ich verliere gerade so ein bisschen den Anschluss zu den beiden Haas. Zu allem, was davor ist, auch. So, jetzt gibt es aber gleich DRS. Jetzt gibt es auch DRS überholen, Kollegen. Oh je. Knappes Ding. Was? Wie fährt... Warum ist George Russell so schnell? Williams ist schon das gesamte Rennwochenende über so schnell, aber warum? Ich meine, es ist eine Powerstrecke, aber... Es ist Williams. Wahrscheinlich hat ihn der T-Shirt-Spruch getriggert. Okay, das sieht jetzt deutlich besser aus. Ohne Dirty Air kommst du viel schöner aus den Kurven raus. So, der Williams ist aber leider sehr nah dran. Wäre super, wenn ich im 1-Sekunden-Fenster des Haas vor mir wäre. Noch ehe es in Rouge reingeht. Aber das wird schwierig, das zu schaffen.
Ja, wird schwierig, das zu schaffen. Okay, Hinterreifen sind jetzt deutlich besser auf Temperatur. Muss jetzt nicht deutlich wärmer werden. Aber man sieht, ich habe in der letzten Runde durch das Coasten eine halbe Sekunde verloren. Also dadurch, dass ich halt langsamer gefahren bin, damit ich den Chaoten vor mir nicht hinten drauf fahre. Trotz DRS hat das also mächtig Zeit gekostet. Die beiden Red Bull, die sind definitiv auch auf der Strecke machbar. Perez jagt die Ferrari. Ich fasse es nicht. Weißt du, manche Leute sagen, mach doch keinen Entwicklungsstopp. Also gut, ich entwickle jetzt eh die Zuverlässigkeit weiter, aber ich will, dass wir im Mittelfeld unterwegs sind. Und der jagt Ferrari. Getriebewechsel war aber unumgänglich. Wir haben ja schon in Ungarn, war das letzte Rennen? Ja, fast schon verdrängt. Wir haben ja bereits da gesehen, dass wir einen Gang am Ende nicht mehr zur Verfügung gestellt bekommen haben. Das Getriebe wollte irgendwann nicht mehr, das hat gestreikt. Und ein Ferrari ist an der Box. Kriegt gerade kaum Balance rein. Oder 3 Grad hinten links, das muss sich eigentlich auch ändern. Kein DRS? Och, okay, das geht auch so. Schade, das hat Grosjean sehr gut gelöst. Butler. Okay. Und Perez ist an einem der Ferrari-Jungs vorbei. Ich verstehe wirklich nicht, was mit der KI von dem los ist. Das ist der Wahnsinn. Klar, ich weiß auch nicht, wo ich unterwegs wäre. Alter, wenn ich weiter vorne gestartet wäre. Ah, ich finde Perez halt echt knallhart. Der Typ ist echt schnell. Ich glaube, das trifft den Nagel auf den Kopf. Super. Butler, der kämpft immer gegen mich. Der lässt mich jetzt auch ohne DRS gegen Russell allein. Oh boy, schöner erster Sektor. Leider jetzt gar kein DRS mehr. Sobald man ein bisschen Verkehr hat hier in Belgien, verlierst du direkt ein paar Zehntelsekunden.
Nicht nur durch Dirty Air, sondern allgemein. Oh je, bitte lass Perez nicht an die Box gehen in dieser Runde. Natürlich geht er an die Box. Leute, ich habe 64% auf meinen Reifen. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, ob es euch groß interessiert, aber hey, 65. Alles klar. Mal hier ein bisschen vorsichtiger rein. Ach, es ist hinten links, okay. Haben wir noch ein, zwei Runden, oder? Machen wir. Macht der Reifen sicher mit. Ich fahre jetzt mal Runde 10 als Boxenrunde an. So. Ja, wäre easy. Wäre doch gelacht, wenn wir das nicht schaffen. Weiß nicht, was Grosjean da außen versucht. Wahrscheinlich geht er auch an die Box, oder? Nee, tut er nicht. Okay. Könnte man Mut nennen? Oder vielleicht auch irgendwas anderes, sofern es nicht aufgeht. Mal gucken. Man kann ihm nur viel Erfolg wünschen. Ja, dieses zu frühe Schalten, da muss man sich dran gewöhnen. Ich muss eigentlich nur auf die Uhr oben gucken, gar nicht drauf, ob die noch arbeiten oder nicht. Sobald die Uhr stehen bleibt, erst dann Gang einlegen. So. Direkt mal auf den mittleren Wert hier. White. Oh boy! Boah, sauberer Fight hier mit Verstappen. Richtig auf Messers Schneide hier. So, vor Eau Rouge möchte ich noch nicht vorbei. Da bleibe ich erstmal hinten dran. So, ich hätte eh nicht vor Eau Rouge vorbeigekommen. Hätte ihn in Eau Rouge überholen müssen, aber so geht das natürlich super easy. Alles entspannt.
im Straßenverkehr immer die Hände am Lenkrad halten, Leute. Nicht so wie ich wild gestikulieren. Sonst endet ihr so wie ich hinter Giovinazzi. Der zuletzt seinen ersten Punkt geholt hat, also da schon mal GG. Ach du Schreck. Ich muss hier schnell vorbei. Fühlt sich ja fast schon an wie eine LMP1-Überrundung in iRacing. Und Alex Albon ist vor uns. So, ab jetzt habe ich einen frischen Reifensatz. Keinen Verkehr vor mir. Leider wenig Hybrid-Power und nicht wirklich viel überschüssigen Sprit. Wobei das recht kalkuliert ist mit dem Sprit, aber jetzt kann ich die Jagd auf... Oh, Gasly ist ja noch vor mir. Ich wollte schon sagen, die Ferrari aufnehmen, aber ja, erstmal die Jagd auf Gasly aufnehmen. Huch, Butler hinter mir jetzt an Verstappen vorbei. Wunderbar. Bis jetzt läuft's gut. Ja, die verschiedenen Ressourcen ansparen und trotzdem auf PB-Kurs sein, das ist super. Okay, 217, das ist die Dingsrunde. Die Boxenstopp-Runde. Eine halbe Sekunde im letzten Sektor allein. Was ist denn der als letzte Runde gefahren? ...49,4, also insgesamt eine halbe Sekunde schneller gewesen. Im zweiten Sektor bin ich ein bisschen langsamer. Ich glaube, da ist die KI extrem stark. Aber da ist auch, glaube ich, der Red Bull allgemein sehr gut unterwegs. Im ersten Sektor sehe ich mich eigentlich relativ flott. Wahrscheinlich habe ich da eine halbe Sekunde gut gemacht. Im zweiten Sektor eine halbe verloren. Im dritten Sektor wieder eine halbe Sekunde gut gemacht. Insgesamt noch eine halbe Sekunde gut gemacht. Und der Ferrari vor Gasly, der ist auch nicht allzu weit entfernt. Der Renault wird hoffentlich nochmal in die Box gehen. Es müsste Hülkenberg sein. Ricardo war ganz hinten, als ich an der Box war. Warum auch immer, der hatte ewig viel Rückstand. 3,3 Sekunden, also jetzt 2 Zehntel aufgeholt nach 2 Sektoren. Und nach dem eigentlich langsameren Sektor, hier habe ich eine halbe Sekunde in der letzten Runde gut gemacht. Mal gucken, ob das wieder so ist. Weiß ich noch nicht. Jetzt weiß ich es. 2,9.
erneut eine halbe Sekunde im letzten Sektor. Also 6 Zehntel etwa gut gemacht. Hui, das ist ordentlich. Kann man mal machen. Und der Teamkollege fährt mal wieder auf Podiumskurs. Das ist unfassbar. Ja, es ist ein bisschen schwieriger hier in Belgien zu überholen, als ich dachte. Ich dachte, ey, von P... der Helikopterpilot. Dachte eigentlich, von P11 aus wäre es safe. Alles bis Perez vielleicht sogar drin, aber... Teammate-Status? Der ist halt einfach nur krass. Fährt gerade eine 49-0. Also da hätte ich durchaus auch mitziehen können. Das liefert jetzt gefühlt ein bisschen schneller. Vom Entfernungsfaktor her. Von der Entfernung her. Das ist immer schwierig, wenn man den falschen Artikel direkt voranstellt. Und dann sucht man nach irgendeinem sinnigen Wort, dass man den Satz sinnvoll weiterführen kann. Aber von der Entfernung her hat sich das Ganze jetzt nicht so stark verändert. Leclerc in der Box, okay. Und zu Gasly trotzdem noch eine halbe Sekunde näher gekommen. Wenn das so weitergeht, bin ich bald an ihm dran und Leclerc war sogar der vordere der beiden Ferrari. Alles klar. Perez damit auf Kurs P2. Alles klärchen. Plötzlich kommt es mir gar nicht mehr so unrealistisch vor, dass ich in Hockenheim oder in Silverstone war es, glaube ich, die Ferrari matchen konnte von der Pace her. Mit einem Mercedes mitzuhalten oder den gar zu besiegen, das ist mir auch noch nicht gelungen. Oder? Glaube nicht. Gut, außer in Melbourne, wo wir Bottas mal überholt haben wieder. Das war sehr lustig, aber über das Rennen gesehen war der da schon deutlich schneller. Mann, der Player ist auch nur noch 2,6 Sekunden weg. Das ist nicht so gut. Der hat zwar gestoppt, aber der ist richtig hungry hier für weitere Positionen. Er ist vor Verstappen. Und der Teamkollege an der Box. Was? Jetzt macht keinen Unsinn hier. Als ob die alle eine Zwei-Stop fahren. Leute, ich möchte nicht mit Gasly auf dem Podium stehen. Nur Mercedes hat eine richtige Strategie. Zufall? Driver behind. Okay, das war die Boxenstopp Outlap. Dave Gaming von einem Williams überholt und Gasly überholt fürs Podium.
Ein bisschen unhandlich für eine Autobiografie, aber hey. Ist trotzdem ganz okay. Und P2 ist theoretisch auch noch drin. Bottas geht auch noch an die Box. Lol, Leute, ey. Jetzt macht keinen Unsinn. Ich hatte auch gebrauchte Supersofts. Softs. Ich hatte gebrauchte rote Reifen zum Start. Das heißt, die KI könnte theoretisch dieselbe Strategie fahren wie ich. Ja, jetzt hat es sich doch ausgezahlt. Bis fast 75% mit den Reifen durchzuhalten. Ja, komm, aber die halten doch ewig. Ich bin jetzt schon 7 volle Runden mit denen gefahren. Du kannst 15 Runden mindestens mit denen fahren. Ja, sind es 7 Runden? Ich weiß es nicht. Es müssten 7 Runden sein, ja. Ja, 7 Runden 30%, das heißt, du kannst 2 mal 7 plus nochmal die Hälfte, also 17,5, sagen wir mal 18 Runden vielleicht sogar, wenn du ein bisschen schonst mit denen fahren. Easy. Also 17 Runden definitiv. Ja, mal gucken, ob Hamilton nochmal reingeht, dann könnte das hier nochmal ein sensationeller Fight um den Sieg werden. Warte mal, ist das überhaupt Bottas auf 2 gewesen vorhin oder war das Hamilton? Keine Ahnung, ich gehe immer davon aus, dass der schwächere Mercedes Bottas ist mittlerweile. Zwischendurch hatte sich das mal gewandelt, aber mittlerweile ist es wieder so. Oh je. Schneller an Gasly rankommen. Im Moment habe ich, glaube ich, auch keine Chance gegen Leclerc. Ich habe keine Batterie mehr. Bringt nichts. Oh! Alter! Das Auto reagiert ja gar nicht, sobald du hinter jemandem bist, okay? Muss ich mir merken, Dirty Air-Effekt. Krass. Doch viel krasser, als man manchmal erwartet. Du denkst dir so, ja, ein bisschen Dirty Air werden die Autos ja schon haben. Und dann kommt Leclercs Schmutzluft hier rüber. Keine Ahnung, was der zum Mittagessen hatte, aber Porridge war es wohl nicht. Und es zerfetzt dir deine gesamte Kurvenfahrt. Die gesamte Bodenhaftung ist hinüber. Der Mercedes ganz vorne fährt entweder nochmal auf Softreifen oder gar nicht mehr rein. Blöderweise kann Gasly jetzt im ersten Sektor DRS nutzen. Zum 13. näher gekommen. Sektor 2 sieht es genau andersrum aus. Der andere Mercedes fightet dagegen einen Renault. Vettel auch? Was ist mit denen los? Was ist mit der KI?
Und Verstappen ist raus. Okay, komme ich jetzt vielleicht ins 1-Sekunden-Fenster? Das wäre zumindest mal ganz geil. Einfach mal, um zu sehen, dass man näher kommt, weil momentan tue ich mich echt schwer, an Gasly ranzukommen. Das ist so wie in der realen Formel 1, sobald du ein bisschen näher rankommst, geht plötzlich fast gar nichts mehr. 8 Zehntel, immerhin. Herr Hamilton führt. Meine Annahme, dass Hamilton führt, war korrekt. Weiß nicht, ob Bottas Name bei den Boxenstops oder so mal links oben kurz aufgeblitzt ist, aber hab halt nicht hingeschaut. Man kann halt auch nicht alles überblicken. Sonst sehe ich mit Adleraugen fast alles, wer wo ja, gerade irgendwas hat. Sieht gerade sehr gut aus. 1,1 Sekunden, endlich bin ich dran. Sehr gut. Sergio Perez müht sich hier auch gerade ab, näher ranzukommen. Bottas und Vettel fighten jetzt gegen den Haas. Vettel in der Zwischenzeit an Bottas vorbei. Ich glaube, das war vorhin ein bisschen noch anders. Ich will gar nicht vorbei. Warum? Warum ist mein Auto so schnell? Oh, hier hätte ich doch ganz gerne vorbei gewollt. Ja gut, nach Le Camp geht es aber sogar. Ich finde, nur da ist es ein bisschen schwierig alles. Vor allem diese mittelschnelle Rechtskurve. Da generierst du gefühlt gar keinen Abtrieb mehr dann. Und du entfernst dich von der Ideallinie so ein bisschen wie Paul Walker und Vin Diesel voneinander in dem Abschluss. Oh, Clip beim Fast and Furious Film. Beim letzten, wo Paul Walker noch mitgespielt hat. So in etwa ist es. Nur ohne See You Again. Was aber sehr, sehr romantisch wäre und passen würde in den Situationen. So. Humor, während man ums Podium fightet. Das muss man auch mal machen. Mal kurz auf die Reifensituation schauen. Oh, die Hinterreifen kühlen ab. Okay, ich versuche mal vorbeizuziehen. Ja, weil mir einer gesagt hat, ich mache gute Wortwitze und Leg-Leg als LEC LEC geschrieben hat. Nee, es ist wenn schon Leg-Leg, wie das englische Wort für Beine. Vielleicht kann ich Charles Leg-Leg kurz mal hier einblenden. Ein wunderbares Meme. Runde 20 merke ich mir. Oh boy.
Du kannst hier vorbei, ne? Also ich habe kein Problem damit. Du kannst mich hier ruhig überholen. Pierre. Ja, warte mal, ich lasse dich vorbei, okay? Oh, hier ist Sergio auch da. Okay, vergessen das, Pierre. Nein, 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 nein. Vorbei? Ich glaube doch, das wäre klug. Weil sonst kann Perez eventuell mich angreifen, während er DRS hat und ich keins. Oh boy, Alter! Der kann mich doch nicht... Das will ich nochmal im Replay sehen, ey. Erste Intuition, warum fährt er mir voll in die Kiste? Da bin ich mal drauf gespannt. Huiuiuiui. Alter, für einen Moment echt einen Schock bekommen. Wäre nicht das erste Mal, dass die beiden Force India bzw. Racing Point in Belgien durch eine unnötige Kollision viele, viele Punkte vergeben. 2017 war das, glaube ich, auch der Fall mit Esteban Ocon und Sergio Perez. Die Zufahrt Rouge, ein bisschen vorher noch. Rechts gegen die Mauer beide geknallt sind, beziehungsweise einer hat den anderen in die Mauer gedrückt. Auch nicht so klug, aber das, was Perez hier gerade gemacht hat, war auch sehr gefährlich zumindest. Wir gucken mal gleich, ob das seine Schuld war oder nicht. Mal gucken, ob es im Highlights-Clip drin ist. Ansonsten weiß ich nicht. Dürfte es wahrscheinlich relativ selbsterklärend sein. Ich schreibe es euch. Wenn meine Meinung großartig abweicht, schreibe ich es euch in die Kommentare. Oder ich habe es vergessen, keine Ahnung. Gucken wir mal. Okay, sieht ganz gut aus. Autsch. 61%. Okay, so viel ERS ansparen, wie es geht. Und ab jetzt wird nur noch um Topspeed gekämpft. Nice! Podium! Nummer 3, oder? Ich glaube schon. Keine Ahnung. Podium 2, nee. Ich glaube, Silverstone sind wir von 5 auf 3 zurück. Egal, Podium! Yes! Komischster Podium-Jubel aller Zeiten. Ja, nice, ey. Leclerc leider komplett außer Reichweite. Der war viel zu schnell. Hat man sofort gemerkt. Ich hatte keine Schnitte, den auch nur ansatzweise irgendwie aufzuhalten. Aber Pierre Gasly am Ende nochmal irgendwie gekriegt. Zwischendurch ist es ein bisschen eingeschlafen, die Aufholjagd. Aber am Ende hat es nochmal alles angezogen. Ich weiß nicht, woran es genau lag. Ich könnte mir vorstellen, dass es so ein bisschen das ist, warum auch manche Teams sich so ein bisschen schwer tun. Nämlich, dass man die Reifen nicht ins richtige Arbeitsfenster kriegt. Ich glaube, die Hinterreifen waren bei mir ein bisschen zu kalt. Als ich nämlich gesagt habe, okay, jetzt fange ich wieder ein bisschen an zu pushen, ging es wieder. Andererseits wäre ich vielleicht nicht durchgekommen, wenn ich durchgehend gepusht hätte. Also, schwierige Kiste. Aber hey, Gratulation!
Ach, Hamilton mal wieder, ne? Ja, krasse Sache. Krasses finde ich auch am Ende. Bottas und Vettel auf 6 und 7. Heieiei, und damit hat Lewis Hamilton... Huiuiui, was ist denn hier? Wow, zwei sogar sind hier reingeflattert. Drei? Die mehren sich ja schneller als, keine Ahnung, die Kanickel. So, krasse Sache. Jetzt weg mit euch, Leute. Lasst mich wenigstens abmoderieren. Ja, gucken wir uns mal das Ganze an. Also auf 8 und 10 haben wir auch noch Haas. Auf 9 haben wir einen Renault mit Nico Hülkenberg. Damit wird es knapp zwischen McLaren und Renault, ne? Ja, Renault nur noch 2 Punkte entfernt. Und jetzt gucken wir auch nochmal auf die Fahrerwertung. Da haben wir Charles Leclerc bei 172 Punkten, damit nur noch 19 Punkte hinter dem Teamkollegen. Aber beide Fahrer haben kaum noch eine Chance gegen Lewis Hamilton. Ja, Leute, da muss doch irgendeiner zu Mercedes wechseln und Lewis Hamilton in die Schranken weisen, oder denkt ihr nicht? Was meint ihr? Also, fänd schon eigentlich ganz geil, wenn da so ein... Vor allem, die haben... Das finde ich ein bisschen schade. Gut, die hätten es auch schwierig anders machen können. Ja gut, die hätten einfach die Nummern komplett weglassen können. Aber beide Mercedes haben die Nummer 44, beide Ferrari haben die Nummer 5 und so weiter und so fort. Schwierig. Aber hey, wie dem auch sei. Ich sollte doch unbedingt zu Mercedes wechseln. Oder? Sogar jeder Vettel- und Ferrari-Fan muss es zugeben. Ich sollte schon zu Mercedes wechseln und Hamilton besiegen, oder? Na, ich glaube schon, oder? Ja, muss ich unbedingt machen. 24 Punkte Vorsprung zum Teamkollegen. Podiumsplatz von P11 aus gestartet. Allerdings mit gebrauchten Softreifen. Frische Softs wären dann natürlich deutlich besser gewesen. Aber hey, da wäre ich bestenfalls von 16 gestartet, wegen der Getriebe. Wegen des Getriebewechsels, weil ich hatte ja schon 75% auf dem Getriebe und mir ist am Ende des letzten Rennens schon ein Gang ausgefallen. Es war unumgänglich. Ja, und ihr Lieben, unumgänglich ist, denke ich, auch heute mal eine positive Bewertung fürs Video. Wenn es euch gefallen hat, haut gerne einen Daumen nach oben raus. Lasst auch gerne ein Abo da. Selbstverständlich, 3 Buchstaben, sehr einfach zu merken, A, B, O. Und das könnt ihr gerne tun, ein bisschen weiter unten hier, beim einfach draufklicken oder mit dem Finger drauf tippen. Ist ja fast alles Touch mittlerweile heutzutage. Der Monitor zwar nicht, aber hey, der ist auch nur zum Fahren da. Ansonsten begrüße ich euch hoffentlich beim nächsten Mal wieder bei F1 2019. Bis morgen. Dann geht's nämlich nach Monza. Und das ist wieder eine Strecke, die uns am Auto extrem gut liegen dürfte. Bin gespannt. Haut rein.